Die Aufregung ist groß und die Behörden ermitteln. Seit gestern das Video einer brutalen Gamsjagd im Internet aufgetaucht ist, kann sich der Tiroler Jägerverband vor empörten Telefonanrufen gar nicht mehr retten. Dort hat man inzwischen ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Aber auch die Staatsanwaltschaft ist am Zug. Und das übrigens nicht erst, seitdem gestern das Video aufgetaucht ist. Die Bilder eines holländischen Urlaubsgastes, sie verstören und schockieren, weit über die Landesgrenzen hinaus. Seit sie gestern im Netz aufgetaucht sind, laufen beim Landesjägerverband alle Drähte heiß. Ich muss offen zugeben, dass ich so einen Sturm an Reaktionen überhaupt noch nie erlebt habe, in keiner meiner Funktionen, es waren doch einige. Ich habe also weder alle Anrufe beantworten können, noch abarbeiten, noch alle E-Mails beantworten. Entstanden sein soll das Video, wie berichtet, am 15. August. Es zeige einen russischen Jagdgast, aber auch Mitglieder des Tiroler Jagdverbandes. Inzwischen wurde, wie angekündigt, ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Wir haben also gegen zwei Mitglieder des Tiroler Jägerverbandes dieses Disziplinarverfahren eingeleitet. Der Jagdgast ist aufgrund der rechtlichen Situation kein Mitglied des Tiroler Jägerverbandes und daher disziplinarrechtlich seitens des Jägerverbandes nicht belangbar. Und wie steht's um die Tiroler Beteiligten? Was ist bisher nach dem Auftauchen des Videos mit Ihnen besprochen worden? Das hat nichts mit Wollen zu tun. Aufgrund dessen, dass es ein schwebendes Verfahren ist, kann ich dazu jetzt nichts sagen. Und es sind jetzt die Anwälte und die Gerichte am Zug. Ich hoffe nur, dass hier die Gerechtigkeit zum Schutz des Wildes siegt. Auch die Staatsanwaltschaft geht von einem russischen Jagdgast aus, dessen genaue Personalien würden aber noch erhoben. Der Landesjägerverband, aber auch andere Organisationen haben eine eigene Strafanzeige angekündigt. Die Ermittlungen gegen Unbekannt laufen aber schon seit Mitte August, heißt es heute. Es behängt ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht der Tierquälerei. Die Ermittlungen wurden von der örtlichen Polizeiinspektion bereits kurz nach dem Vorfall aufgenommen, nachdem eine deutsche Touristin, die Augenzeugin des Vorfalls geworden ist, das bei der Polizei angezeigt hat. Klar ist, dass es noch einige Befragungen geben wird. Und bei der anstehenden Novelle des Jagdgesetzes denken die Grünen inzwischen über eine Änderung der Ausbildung und die Möglichkeit eines dauerhaften Entzuges der Jagdberechtigung nach.